Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Nachdem wir ärgerlicherweise einen etwas holprigeren Start hatten mit Stindl, der ja zwei meiner Meinung nach nahezu hundertprozentige liegen lässt, wo er alleine vom Torhüter steht in der Box und die einfach nur am Torhüter vorbeischieben muss und das halt nicht macht. Spielen wir jetzt erstmal wieder eine Runde mit der Liga A, das heißt, wir können wieder ganz entspannt rangehen und brauchen uns keine Gedanken drüber machen. Schön, dass er dann doch einsieht, dass es vielleicht mehr Sinn macht, mit Weiß gegen Schwarz zu spielen. Und konzentriert spielen. Oh, das ist ja mal ein interessantes Team. Hybrid, Aguero, Walcott, krasse Innenverteidigung, Hummels, Boateng, Rechtsverteidiger, Lahm. Er hatte Götze als ZM, das ist auch interessant. So, konzentriert spielen. Positiv sehen kann man auf jeden Fall. Ich war meiner Meinung nach in jedem Spiel der bessere Spieler. Und habe dann teilweise durch entsprechendes Pech einfach verloren. Und damit muss ich klarkommen. Okay, wenn der Gegner so weiterspielt, bricht auf Garantie jetzt das Spiel gleich ab. Scheiße. Weil wenn er so weiterspielt, verliert er auf jeden Fall. Aber wir lassen uns überraschen. Er scheint auch ganz gerne mal reinzugrätschen. Okay. Ja, aggressiv, sehr am Grätschen, wie es aussieht. Mal gucken. Also, normalerweise sollten wir Möglichkeiten finden, um gegen ihn vorzugehen. Aber wir müssen ganz in Ruhe, ganz konzentriert spielen, so wie gegen jeden anderen auch. Und glaube ich, flanke auch direkt mal rein, wie gegen jeden anderen auch. Und! Oh, schöner Kopfball von Memphis. Ja, ich glaube, wenn wir hier, je ruhiger wir spielen, desto aggressiver wird er. Das pisst den irgendwann an, denke ich. Schade. Ja, er hat ja Aubameyang, der ist ziemlich schnell, muss man aufpassen. Aber er hat halt nicht so den Körper, wie man sieht. Er sollte den Pass direkt weiterleiten, weil mir klar war, dass er den verkackt, wenn er den erst annimmt. Sehr gut. Ein Tick zu spät der Pass. Sollte halt durchlaufen, aber ich spiele es gerade auch nicht gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir nicht, wie ich spiele. Ja. Rennt oft einfach nur über außen durch. Also ist auch nicht so der Trickser oder Dribbler. Ich sag ja eher nicht so ein krasser Spieler, aber dafür, dass er halt nicht so krass ist, haben wir echt und gar keine schönen Torchancen erspielt.
Schöner Schuss von Lacazette, aber auch gut gehalten von Fährmann. Also Tolisso gefällt mir auf jeden Fall immer besser im Mittelfeld. Ich wollte zurücklegen. Fuck. Ah, ist nur eine Frage der Zeit, bis hier im Tor fällt. Passt auf. Zu spät der Pass. Und wir waren natürlich zuletzt dran. Geil. Fällt mir gerade ein, Draxler hat auch lange nichts mehr gemacht, oder? Kann natürlich auch ein bisschen an Falcao liegen, dass der jetzt wieder fehlt. Die Zusammenarbeit mit Falcao einfach besser war als mit Lacazette, aber ich meine auch die Spiele vorher. Er landet wieder bei Fährmann, also beim Torhüter. Und da müsste Lahm zuletzt dran gewesen sein. Ich weiß gar nicht, mit was für einem Champions League Style er Lahm gespielt hat. Wahrscheinlich Shadow, aber keine Ahnung. Na, oh, endlich! Oh! Schönes Tor von Di Maria, aber wie gesagt, sein linker Fuß ist natürlich unglaublich gut. Ich hab's euch gesagt, oh, sehr schönes Tor von Di Maria da ins kurze Eck. Er schlänzt ihn quasi von allein rein und nimmt dann den Impfosten mit. Ich dachte schon, er geht wieder raus. Verdiente 1-0-Führung. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Oh, er versucht nicht nur über außen durchzurennen, krass. Jetzt aber. Sage ich doch. Und es klappt wieder nicht. Schöner Schuss von Tolisso, wird leider gehalten. Oh, Fährmann, du Monster, hör doch mal auf. Meine Fresse, drei richtig gute Paraden jetzt schon in dem Spiel. Oh, Abstoß. Aber wir können, denke ich, zufrieden sein. Das waren halt auch nur Halbchancen, die da Fährmann rausficht. Wir haben keinen einzigen gegnerischen Schuss, aber der Gegner spielt halt auch nicht gut, deswegen nichts Besonderes. Ja, das ist immer das Problem, wenn ich so starte, dass halt Di Maria dann immer diesen Pass mit rechts spielt. Das ist halt nicht so geil. Krass, wie Boateng den dann noch zum Einwurf klärt. Also jeder andere Innenverteidiger lässt da wahrscheinlich eine Ecke draus werden. Da wollte ich wieder zu viel mit Lacazette. Oh! Kurz angetippt, dann haut er. Dann haut er so ein Ding raus. Jetzt geht's gegrätsche los. Sollte ein normaler Pass werden, aber er war im Lauf. Ich kann es nachvollziehen. Nein! Oh, wieder einmal zu viel gedrückt.
Was? Kein Foul. Aber Sidibe bleibt dran. Oh, natürlich soll er nicht dahin gehen. Ja, das war dumm von mir und das war dumm vom Gegner, aber er lag sich den zweiten Ball. Schade. Hätte ich vielleicht besser flach versuchen sollen. Ich habe ihn halt geschlenzt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Gegner abbricht, wenn ich ein zweites Tor mache. War abseits, aber Rovier hätte ihn auch gehabt. Sehr gut. Nehmen wir die Ecke mit. Ich hätte schon gerne das. Ich bin ein bisschen müde, muss ich zugeben. Aber ich hätte schon gerne diese zweite Ecke, um einfach. Ja, die zweite Ecke. Das zweite Tor, um hier einfach für Ruhe zu sorgen. Krass. Draxler, er hat Draxler angeschossen. Sehr geil. Jetzt gerade am Ende des Spiels, wenn Lacazette nicht mehr so die Ausdauer, die Power, die Pace hat, dann wird es natürlich für ihn schwer, sich da durchzusetzen. Gelb. Götze, das Team ist auch nicht gut durchdacht. Götze als ZM, das passt mir überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Da gibt es doch in der Bundesliga nun deutlich bessere ZMs. Ja, ich wollte natürlich dahin spielen und ihn nicht zurücklegen, was sonst. Also, ich muss mir auf jeden Fall vorwerfen, dass ich gegen den Gegner hier nicht höher gewinne. Ich hoffe, dass das 1-0 ausreicht, aber das ist nicht konsequent durchgespielt, auf jeden Fall nicht. Aber ich merke auch, dass ich ein bisschen müde und kaputt bin, deswegen vielleicht liegt es daran, was heißt vielleicht, daran wird zu liegen. Wenn der Gegner stärker gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall ein Problem gehabt. Was macht er denn jetzt? Bei so einem Spielertyp wie ihm könnte ich mir auch vorstellen, dass er jetzt dreimal die Pause nimmt. Nee, doch nicht. Okay. Zum Glück spielt das dann schlecht aus. Wäre aber auch ziemlich lucky gewesen. Jetzt geht's grätsche los, das Wilde. Krass, dass er da wirklich noch schafft, den Ball rauszugrätschen und nicht mit umgrätscht. Aber es wäre mal eine interessante Situation gewesen. Hätte ich echt gerne mal gewusst, ob jetzt Lacazette das Tor gemacht hätte. Aus der Situation. Krass, krass!
Oh, jetzt mache ich einen Fehler. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich jetzt einen Fehler mache. Ja, dann wechsle ich mal Di Maria an die Pay aus. Ich sehe immer noch mich gewinnen, weil, also nicht jetzt in der normalen Spielzeit, aber in der Verlängerung. Aber es war natürlich total unsinnig, das Spiel so jetzt abzugeben. Und nicht abzugeben, sondern halt jetzt so in die Verlängerung zu gehen. Sinnlos. Der Gegner schießt zum ersten Mal und naja, aber wie gesagt, ich habe einen Abwehrfehler gemacht. Das war meine Schuld. Das habe ich halt direkt gesehen. Aber das stört mich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt nochmal mich zusammenreißen, konzentriert weiterspiele, weiß ich, dass ich das Ding jetzt hier 2-1 oder noch höher gewinne. Passt mal auf. Hat einmal geschossen, sage ich das. War meine eigene Schuld, deswegen scheißegal. Natürlich auch wieder ein bisschen Pech, dass diese eindeutigen. Dass diese eindeutigen. Nicht eindeutig, sondern dass diese Halbchancen alle nicht reingehen, dass Fährmann halt wirklich massiv krass hält, also richtig, richtig stark hält. Böses Foul. Haben wir irgendjemanden, der es mit links kann? Dante, ach du Scheiße, muss ich echt mit Dante spielen oder was? War noch nicht weit genug weg. Dann wäre es nicht schlecht gekommen. Da muss der einen Tick weiter weg sein, der Freistoß, damit es funktioniert. Oder der Gegner muss halt die Mauer noch schlechter stellen. So, jetzt konzentrieren. Einfach konzentrieren. Sag ich doch, einfach konzentrieren und dann macht man hier auch das 2-1. Nice. Und es war, glaube ich, Vorlage Draxler. Auch schön mitgespielt von Lacazette, der eine wunderbare Vorlage, also einen schönen Pass auf den Vorlagengeber spielt, so ist richtig. Nice. Aber auch verdient, auf jeden Fall. Er hat Robben eingewechselt, habe ich auch nicht gemerkt. Oder hat er Robben von Anfang an? Ich hab doch schon auf Passen gedrückt, verdammt nochmal. Okay, das war natürlich kein Foul. Ist wieder zu nah dran. Kommt denn kein zweiter Spieler? Hallo? Schöne Variation, die nicht funktioniert. Oh, warum muss die denn ans Alu gehen? Das dritte Tor wäre natürlich der Deckel gewesen. Oh, krass, krass. Tolisso war das, glaube ich, das versaut. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich.
Und in, ach ja, in dem Spiel fühlt sich Lacazette auch gut an. Mit ihm lässt sich ganz gut durch die Reihen marschieren, durch die Reihen laufen, durch die Reihen dribbeln. Da muss man schon mal sagen, besser als mit Falcao. Schade, schön rausgespielt. Aber vielleicht muss ich auch bei Werner rüberlegen. Das habe ich vielleicht ja, übersehen. Aber es hätte vielleicht auch nicht geklappt. Also wäre Fährmann eventuell genauso dran gewesen. Okay, danke, danke, danke. Das war ein richtiger beschissener Pass von jemandem, der noch volle Ausdauer hatte. Danke. Ja, richtig gut ausgespielt. Was wäre es jetzt gewesen? Ey? Jetzt das 2-2 wäre so krank gewesen. Schön, wie er so lange rumarbeitet, bis es dann vorbei ist. Ja, also miserabel gespielt von mir. Der Gegner ist so schlecht. Ich hatte zwar nicht daran gezweifelt, dass ich das Spiel gewinnen werde, aber wie ich es gewonnen habe, wie ich es ausgespielt habe, einfach nur unglaublich schlecht. Ah, Lacazette macht eine Vorlage, das habe ich gar nicht gemerkt, aber okay. Und wie gesagt, am zweiten Tor war er auch beteiligt, weil er da die quasi Vorlage auf Draxler spielt, der die Vorlage auf Ribéry bringt. Und wie gesagt, Lacazette fühlt sich wirklich gut an. Vielleicht doch besser als Falcao. Also jetzt in dem Spiel zumindest hat er sich richtig nice angefühlt. Fehlen nur noch die geilen Zaubertore und alles ist gut. Also verdient gewonnen, aber wie natürlich das Ganze zustande kam, ist schon wieder sehr peinlich gewesen. So, noch ein weiteres Spiel schaffe ich in der Aufnahme gar nicht. Durch die Verlängerung. Das heißt, wir spielen dann in der nächsten Folge einmal Liga A und einmal Bundesliga. Ist Bundesliga schon voll? Nee, noch nicht wirklich. Schade. Ja, da müssen wir wohl noch mal mit der Liga A ran, wobei da halt echt bei manchen die Ausdauer schon wieder ziemlich im Keller ist. Geht halt gerade so. Ich überlege aber, ob es dann vielleicht doch besser ist, mit denen hier zu spielen. Ich meine, im schlechtesten Fall haben die halt 96. Das ist ja schon besser. Und gerade wenn es dann nochmal eine Verlängerung geht, kann es halt schon eklig werden. Ja, ich glaube, dann spielen wir mit denen. Dann spielen wir das erste Mal Younous Mali als Stürmer. Ja, was ist da denn los? An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Den hatte ich noch im Verein. 83er, eigentlich ist er ein 82er, aber ich glaube, durch Winter-Upgrade ist er gestiegen. Und vom 82er zum 83er geworden. Und er ist eigentlich ein ZOM. Das ist aber eigentlich sehr gut für mich, weil ich will ja einen mitspielenden Stürmer haben. Man sieht ja auch schon 82 Pass auf der Karte stehen. Hat also auch einen guten Kurzpasswert. Schmarrer Fuß, 4 Sterne. Und meine Hoffnung ist einfach, dass er die hundertprozentigen Chancen besser verwertet als Man of the Match Stindl. Ansonsten, wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich ein Downgrade. Er ist nicht besser als Stindl, logischerweise. Aber wir wissen ja, dass nicht nur die Werte ausschlaggebend sind, die Körpergröße zählt auch noch mit, wie er sich so generell spielen lässt und vielleicht ist da Mali einfach besser. Ich musste ihm leider den Chemistry Style Hunter geben, obwohl ich das ja nicht so mag, zumal er eigentlich für meinen Geschmack schon schnell genug ist mit 79 Tempo. Mit Hunter wird er natürlich ziemlich pacig, aber der Grund war sein Schusswert. Und wenn ich ihm jetzt nur Marksman gebe und dann halt Schuss, Dribbling und Physis verbessere,
dann hat es erstens so wenig Einfluss auf seine schlechten Füße, dass es wahrscheinlich scheißegal ist. Aber es werden Punkte für den Abschluss geklaut. Und er braucht halt einfach einen richtig krassen Positions- und Abschlussboost, weil die wäre das noch nicht so gut, Positionsspiel und Abschlussspiel. Und er bekommt halt bei einem Champions League Style Hunter, ich glaube, plus 15 auf Position und plus 10 auf Abschluss oder so. Auf jeden Fall genau das, was ich brauche. Ich glaube, jetzt hat er sogar mit dem Champions League Style Hunter auch wieder ein 99er Positionsspiel. Also da, ja, soll es nicht dran hapern. Wichtig ist einfach nur, dass er halt jetzt auch die Chance nutzt. Also ich werde ihn testen. Er ist eigentlich ein Downgrade zu Stindl, aber vielleicht verhält er sich ja schlauer. Das hat er für Arbeitsraten, Mittel, Mittel, das hatte Stindl für Arbeitsraten. Wenn das jetzt auch wieder nicht klappt, habe ich jetzt noch einen anderen Stürmer auf dem Schirm, den ich vielleicht dann nehme. Ansonsten würde ich halt wirklich mal, er hatte auch Mittel, Mittel, okay. Ansonsten würde ich halt mal Stindl als ZOM testen und Müller als Stürmer. Das ist so die Alternative noch. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.